So, was haben wir als nächstes? Parachute. Eines der bekannteren. Ja, übrigens sind die Spiele alle einigermaßen bekannt geworden, weil es zu Game Boy Color Zeiten, glaube ich, ja, gab es eine Serie von Game & Watch, wo alle mit Mario Charakteren und so alle auf den Game Boy portiert wurden. So, wir spielen, das ist, glaube ich, das sogar eines der bekanntesten. Okay, Game A. Jetzt bin ich gespannt. S und K. Okay. Ah, das ist einfach. Das gefällt mir. So was finde ich gut. Komm mal von dem scheiß Hai auf. Okay. Also ihr seht schon, ne? Game and Watch. Mr. Game and Watch hat hier seinen Ursprung. Ich hab nach rechts gedrückt. Oh, der arme Teufel. Hier vom Hai gejagt. Und der Hai lacht. Blöder Hai. Hi, du Hai. Also ich muss vor dem Hai keine Angst haben. Das ist schon mal praktisch. Also ich finde es einfach gut, dass man mit sowas Spaß haben kann. Ne? Das ist so einfach und schön. Und ob jetzt von Nintendo oder nicht, ist auch egal. Also, ach so, ich war nicht genau auf dem Knopf deshalb. Also, man muss es ja mal so erklären. Also, der Erfinder davon war aber, verdammt, war aber schon Gunpei Yokoi, ne? Der Erfinder des Gameboys und, auch wenn das kaum jemand sagen möchte, der Erfinder des Virtual Boy. Kennt ihr sicher, der einer der größten Flops der Nintendo-Geschichte. Und Gunpei Yokoi wurde ja mit beauftragt eben, also nein, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er beauftragt, also beauftragt, er hatte die Idee und der Chef von Nintendo zu der Zeit, der hat gesagt, ja, machst du, aber dann mach es auch und so. Ne? Sie waren da schon unter Druck, ist ja eben Asien, ne? Die waren da schon, ne? Konnichiwa! Nicht, das war nicht da japanisch, oder? Egal. Und ja, hab doch noch mehr. Holt doch noch mehr aus. Und die Schwierigkeit war, ich meine, damals, das war nach dem Arcade. Der hängt ja mal in die Palme fest. Dann rüttel doch die Palme. Scheiße. Schieß daneben! Ah, einmal zu viel gedrückt. Und damals waren eben die großen Joysticks an den Automaten gängig. Und ein Problem war von Gunpei Yokoi, wie soll er die Steuerung eines Joysticks auf so ein Gerät platzieren? Und deshalb hat er versucht, zum Beispiel ein Mini-Joystick und da so ein Plastikfolie drüber zu legen. Und das sah dann aus wie eine Brustwarze. Und so wurde er ein bisschen zum Gespött innerhalb von Nintendo, der Mann, der Spielekonsolen mit Brustwarzen versehen will. Und plötzlich fiel ihm dann ein, es sind ja eigentlich oben, unten, links, rechts Richtungstasten. Und eigentlich kann man das, er wollte einfach, dass das alles mit einem Finger zu bedienen war. Und deshalb dachte er dann, wieso nicht ein Steuerkreuz, das alles verbindet? Und somit war dann das Steuerkreuz erfunden. Das war seine Erfindung. Hat er nicht patentieren lassen, Nintendo auch nicht. Und deshalb wurde dann das Steuerkreuz, das Sigi-Pad kopiert und so, naja. Und ja, leider wurde, also Yokoi ist wirklich da auch der Erfinder des Gameboys und hat sich dafür eingesetzt, dass zum Beispiel Tetris, glaube ich auch, war seine Idee, das für den Gameboy zu holen, statt ein Mario-Spiel. Leider verstarb Yokoi vor dem Boom des Gameboys an einem Autounfall. Leider ist er tragisch, aber wir halten ihn in Erinnerung als der Mann, der Game & Watch und Game Boy erfunden hat. Meine, der katastrophale Flop Virtual Boy hat ihm keine Ungnade bereitet. Er war immer noch einer der beliebtesten und bekanntesten Gesichter Nintendos. Und er war der Mentor von Shigeru Miyamoto. Ja, also. S und K. Okay. Game A, Game B. Und wie steuert man? Ah, okay, ich bin ja auch so geil. Da, da, da. Ach so, genau. Das ist auch ziemlich einfach, eigentlich. So. Ist das nicht auch ein Game and Watch Move?
Mit der Angel? Weiß ich jetzt gar nicht. Solche Spiele finde ich einfach schön. Es muss ja nicht immer brutal sein. Das war jetzt schnell. Das sind Crabs, die sich freuen. Nee, also es ist wirklich so. Gunpa Yokoi hatte die Idee für Game & Watch. Und der Chef-Nintendo dachte, ja, kann das ankommen? Ja, zeigt mal einen Prototypen und ja, gut, machen wir. Die Zielgruppe von geschäftstüchtigen Leuten, die wurde natürlich damit nicht angesprochen, aber dafür die Kinder. Und ja, damals hatte er noch andere Zeiten, da ging das weg wie warme Semmeln und Yokoi kam nicht mehr nach und sie kam kaum mehr nach mit neuen Modellmachen. Ne, also es gibt wirklich, ne, zuerst hatten sie eine Serie von etwa 10 Geräten und am Schluss waren sie irgendwie 12 oder 20 Serien und Special Edition für Wettbewerbe und so. Aber man kann solche Geräte eigentlich heute über eBay, die nicht so bekannten, für relativ günstiges, ne, erwerben. Also ich finde das hier gut. Das hätte ich jetzt auch gekauft. Alter! Scheiße! Nein, 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 nein! Ah, Mann, 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 Mann. Was? Oh, okay. Zählt noch. Zählt noch. Was ist das Game B jetzt? Ah, also Game B ist meist auch schneller. Und mit einem so einem blöden Krebs. Was hat denn die Krebs da zu suchen gehabt? Blöde Sau. Dummsau. Volle Dummsau. Übrigens, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich kann es natürlich nur mit OBS aufnehmen. Gut, das hätten wir dann auch gesehen. Was ist das nächste? Octopus. Das natürlich, ja, das kennt man, ne? Das ist der Smash Move von Game & Watch und eines der wirklich bekanntesten wurde oft neu aufgesetzt. So. Und ist ganz einfach und ich mag es. Man muss einfach saumäßig aufpassen. Du, 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 du. So. Geh weg da! Pfui. Ach so. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich geht das in eine Playlist. Boah, nein! Ja, das gibt eine Playlist. Die armen Teufel, ey! Ah, der kann auch nach oben grapschen. Der Schweinehund. Ah, ich kann mehr. Okay. Ich bleib mal hier oben. Okay, wir machen hier ganz schön Punkte. Das ist doch geil. Okay. Und weg. Und weg, 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 weg. Ja. So, was gefällt mir? Gefällt mir. Weg, weg. Okay, kriegen wir die 50 zusammen? Was denkt ihr? Oh, jetzt wird's schneller. Oh, jetzt wird's schneller. Gehen wir aus der Sicht, ey. Komm, wir bekommen die 50. Oder? Ich hab gelacht. Okay, das zählt sogar doppelt. Das ist geil. Da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da. Wir bekommen die 50, die bekommen wir. Boah, ja! So, jetzt möchte ich aber wissen, was das zweite Spiel ist. Was ist Zoom in? Ah, schön. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht so Game B? Was ist Game B? Ah, einfach schneller von Anfang an. Okay. Das können wir hin. Okay, das haben wir gesehen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen die großen Kasten dran. Caveman! Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir haben. Alter! Okay, ASD. Alter, wie soll man das spielen hier?
Move links, rechts, A, A und S. Okay. Start und shoot. Ah, Amateur Pro. Okay. Oh, das ist geil. Das ist schön. Leider keine Ahnung, wie es geht. Ach so, ich muss das klauen. Wieso heißt es dann Shoot? Wieso heißt es dann Shoot? Keine Ahnung. Okay. Habe ehrlich keine Ahnung. Du mich auch. Okay. Läuft bei uns. Wieso? Was bringt das auch, wenn ich hier auf K drücke? Das bringt einfach überhaupt nichts. Quack, quack. Ich habe eben noch keine Ahnung, wie es geht. Nein! Ich dachte, der schaut noch erst nach oben. Shit. Toll. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Also, was ist das überhaupt, Nintendo? Das war gar nicht Nintendo, das ist Tommy Microcomputer Game. Ist ja egal. Ey, ihr habt keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lol. Ah, ich muss nochmal nach links drücken. Nochmal. Okay. Das läuft. Nimm endlich! Okay. Ist das nicht so, oder? Okay. Wir brauchen noch fünf. Ist doch machbar, oder? Nein! Nein! Scheiße! Oh, ich darf wieder von vorne anfangen. Ja, du mich auch! Schnauze, Spiel! Ist ja gut. Ich glaub's ja. Ist nicht Nintendo, aber ist ja egal. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Das ist meins! Dass das Essen nicht mal so zählt, das ist auch geil. Ja, weiter, 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 weiter! Weiter, weiter, weiter! Nein! Nein, es ist ja doch jedes Mal. Was? Doch nicht? Nee! Es speichert, das ist ja geil. Los, los, los! Ja. Nein, 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 nicht für dich, nicht für dich. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ah, ich bin auf den Knopf gekommen. So wie ich mich leid, ne? Ich sehe ihn so, die Eierklaue. Mach ich normalerweise nie. Noch drei, wir schaffen wir. Das schaffen wir. So, was hat man viel Geld ausgegeben? Ach, will es heute noch tun. Noch eins! Noch eins! Und dann gibt's Omelette! Uhu! Nein! Yes! Jetzt auf Pro. Ach, ich sehe, wie es geht. Ist doch auf Pro, oder? Ich versuch's nochmal von vorn. Lass mir ganz sicher Pro sehen. Autsch.
das ist gar nichts. Oh! Ey! Genau. Ach so! Ich muss den. Ah, alles klar. Ich kann nur einmal. Mann, ihr blöden Vögel, haut ab! Na! Ah, sind dann die Pro. Toll. Ach, weißt du was? Du mir auch. Ach, schön. Okay, das nächste. Der Gamen. Was? Pirate 7777. Das ist auch nicht Nintendo, oder? Also, einige wurden. Nicht von Nintendo veröffentlicht. Aber das ist, glaube ich, definitiv keins von Nintendo. Na gut. Was haben wir denn? Spiel 1, Spiel 2 und Zeit. Okay, Spiel. Das ist wieder mit S. Und na, wir lassen den Sound. Ah, okay. Okay. Kapieren tut's nicht, aber gut. Lol. Kapier überhaupt nicht, um was es geht. Aber wie gesagt, ach so. Okay, ich kapiere es. Irgendwie nicht? Nein, du blöder Scheißvogel, ey. Nee. Okay, das ist echt heavy, ey. Das ist echt heavy. Bist du was? Der Pirat sein, unser Freund? Nein. Nein, nein. Ey, Kumpadri! Ja, wenn der nicht da ist. Selber schuld. Meine Fresse. Ja, nochmal, komm. Wenn der nicht da ist, was soll man denn tun? Hier, nimm! So, ein Hammer. Einmal Hammer. Ein Hammer. So. Compadre, Compadre. Ja! Gut. Autsch. Okay. Ich lass mich, glaube ich, beigen. Ah, Scheiße. Okay, okay. Aber nicht. Es fängt wie von vorne an, es ist nicht mal gespeichert. Okay, ich werde jetzt gerne hier Spiel 2. Select. Wie geht das? Ach, die Schildkröte verschwindet. Das ist ja fies. Na, hier niemand verabschiede dich. Ach so, ich habe noch nach links gedrückt. Okay, das wäre nicht so blöd. Ganz ehrlich, gut gemeint, aber